Hier, im Schloss Oberwiederstedt, kam er am 2. Mai 1772 zur Welt, Georg Philipp Friedrich von Hardenberg. Als Dichter gab er sich den Namen Novalis und wurde unter diesem Pseudonym weltberühmt. Dabei war Hardenberg weit mehr als nur ein Dichter. Als Universalgelehrten bezeichnen ihn heute viele Kenner und rücken ihn in eine Reihe mit Johann Wolfgang von Goethe. Am vergangenen Dienstag wurde der 245. Geburtstag des 1801 gestorbenen Hardenbergs gefeiert. Grund auch für den Ministerpräsidenten Sachsen-Anhalts, Dr. Rainer Hasselhoff, nach längerer Pause wieder einmal im Schloss vorbeizuschauen, wo heute eine international anerkannte Forschungsstätte für Frühromantik und das Novalis-Museum zu finden sind. Die Direktorin des Hauses, Frau Dr. Gabriele Rommel, drückt in einer kleinen Feierstunde ihre Freude über die zahlreichen Besucher aus, denn außer dem Ministerpräsidenten waren noch weitere hochrangige Vertreter aus Wissenschaft und Forschung nach Oberwiederstedt gekommen. Dr. Rainer Hasselhoff konnte man in seinen Grußworten die persönliche Begeisterung für Novalis anhören. Kurz zuvor hatte er eine schöne und außergewöhnliche Aufgabe zu meistern. Er verlas die Abschrift eines Briefes, welchen Hardenberg an Gottfried August Bürger schrieb. Nicht einfach, denn die poesievolle und teilweise gereimte Schreibform ist schon sehr ungewöhnlich. Im Scherz meinte der Ministerpräsident, dass er künftig Angela Merkel in dieser Form schreiben wolle, vielleicht gäbe es ja dann mehr Fördermittel. Der Originalbrief verschwand 1929 und tauchte erst vor kurzer Zeit wieder auf. Frankfurter Museumskollegen konnten ihn ersteigern, dem Schloss Oberwiederstedt fehlten die dafür notwendigen finanziellen Mittel. Doch unter den Kollegen gab es Hilfe und so erhielt man für das Novalis-Museum eine Fotokopie, welche nun in einer Vitrine auch für Besucher zu bestaunen ist. Höhepunkt war dann der Besuch der neuen Ausstellung, die das vielfältige Wirken von Novalis in den verschiedenen wissenschaftlichen Bereichen zeigt. Frau Dr. Gabriele Rommel war die Aufregung anzumerken und dann auch förmlich die Erleichterung über den ersten Eindruck, den die neue Ausstellung hinterließ. Doch, ich freue mich sehr, dass es so großen Zuspruch hatte. Das überrascht mich und das freut mich natürlich für Novalis und das Jubiläum, das wir jetzt haben. Wie lange wurde an der Ausstellung gearbeitet? Ein Vierteljahr, seit Januar. Ja, wir hatten leider nicht sehr viel Zeit und mussten uns dann doch, oder haben uns durchgerungen zu dem großen Thema, zu dem es ja auch eine Tagung geben wird, doch etwas zu machen. Wenn wir so viele internationale Gäste haben und natürlich auch für die Region dann gar nichts anzubieten, auch wenn gebaut wird, das wäre doch nicht so schön. Also jetzt haben wir es gepackt und ich freue mich, dass es so gut ankommt. Der Ministerpräsident war hoch interessiert und zeigte sich wissbegierig. Die Ausstellung bietet auch sehr schöne und seltene Einblicke in die Wissenschaft und Kunst zu Zeiten von Novalis. Diese 7 Holzäpfel mit Scharnieren nutzte man damals für den Mathematikunterricht und lehrte damit die Anfänge des Teilens und Bruchrechnung. Die Würfelsonnenuhr wurde um 1800 konstruiert und der handgeschnitzte Totenkopf stammt sogar aus dem 16. Jahrhundert. Auch die mathematischen Instrumente wie die Stechzirkel aus dem 16. bis 17. Jahrhundert, der Klappwinkelmesser oder der Halbkreiswinkelmesser, die beide in Paris um 1700 gefertigt wurden, sind sehenswert. Sie haben sich jetzt gerade die Ausstellung angesehen. Was beeindruckt Sie am meisten? Erstmal die liebevolle Zusammenfügung der vielen, vielen Einzelobjekte. Ich danke allen Spendern, die dazu beigetragen haben, aber auch hier den Akteuren, die diese Ausstellung gemacht haben. Sie hat für das Auge etwas, aber sie hat auch für den Wissenschaftler etwas zu bieten. Professor Berg von der Leopoldina ist ja hier, er ist auch Physiker und wir können einschätzen, dass das mit einer hohen wissenschaftlichen Akkuratesse erfolgte und trotzdem Unterhaltungswert hat. Es ist Geistesgeschichte, es ist auch Landes- und europäische Geschichte und zeigt eigentlich, welche Schätze wir bergen. Der Landkreis Mansfeld-Süd hat es ja in vielen Statistiken auf den hinteren Plätzen leider zu finden. Glauben Sie, dass mit solchen Namen wie Luther, wie Novalis genug gewuchert wird, um hier noch etwas für den Landkreis herauszuholen? Ich glaube, wir haben alle gemeinsam erkannt, dass wir damit wuchern müssen und dass wir damit nicht nur Aufmerksamkeit erlangen, sondern eben zeigen, dass wir eine große Geschichte haben und diese Geschichte nicht abgeschlossen ist. Wir müssen den Menschen Mut machen, eben auch mit dem, was wir den zu uns Reisenden zeigen können, dass wir die Zukunft selber in der Hand haben und gestalten können. Und ich bin auch bezüglich der Mitwirkung, jetzt auch gerade in Mansfeld, aber auch in Eisleben, in Sangerhausen, Eisleben hat ja dieses Jahr auch den Sachsen-Anhalt-Tag, bin ich sehr zufrieden über das Engagement. Die Menschen haben verstanden, wir müssen uns präsentieren und selbstbewusst in die Zukunft schreiten. Die Ausstellung im Schloss ist zunächst planmäßig bis Oktober zu sehen und dies immer dienstags bis sonntags von 10 bis 16 Uhr. Der Eintrittspreis beträgt 3 Euro für Erwachsene und 1,50 Euro für Kinder.